Herzlich willkommen zum sechsten und letzten Abschnitt des Kurses Open Science von Daten zu Publikationen. Mein Name ist Peter Brettschneider. Ich bin am KIM Konstanz im Team Open Science beschäftigt und in diesem Modul möchte ich mit Ihnen auf Rechtsfragen beim Veröffentlichen von Texten und Daten eingehen. Dabei werden drei Fragen im Vordergrund stehen. Erstens, welche Hindernisse können einer Veröffentlichung entgegenstehen? Zweitens, unter welchen Bedingungen dürfen fremde Werke auch ohne die Zustimmung des Urhebers nachgenutzt werden? Und drittens, was ist beim Lizenzieren von Texten und Daten zu beachten und welche Lizenzen empfehlen sich dafür? Zum ersten Thema, den rechtlichen Hindernissen, die einer Veröffentlichung von Texten oder Daten entgegenstehen können. Als Forschende genießen Sie die Wissenschaftsfreiheit. Und dazu gehört insbesondere auch die Publikationsfreiheit. Das bedeutet, Sie entscheiden, ob und wann Sie Ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen. Was Ihnen Wissenschafts- und Publikationsfreiheit aber nicht geben, sind Eigentumsrechte. Diese ergeben sich nicht aus Artikel 5 Grundgesetz, sondern aus Artikel 14 der Eigentumsgarantie. Daher sind ungeachtet der Wissenschaftsfreiheit beim Publizieren die Rechte Dritter zu achten. Und somit stellt sich die Folgefrage, wer hat denn eigentlich Rechte an Ihren Forschungsergebnissen, an Ihren Texten, an Ihren Daten? Logischerweise sind das natürlich zunächst einmal Sie selber. Sie als Forschende erwerben beispielsweise dann Urheberrechte, wenn Sie einen wissenschaftlichen Text verfassen. Bei Daten ist das etwas komplizierter, denn nicht alle Forschungsdaten haben die notwendige Schöpfungshöhe, um urheberrechtlich geschützt zu sein. Ob Forschungsdaten geschützt sind, hängt vom Einzelfall ab. Eine sehr pauschale Differenzierung wäre zu sagen, dass Daten aus den eher textuell arbeitenden Geisteswissenschaften weit häufiger geschützt sind als diejenigen aus den eher zahlenbasiert vorgehenden Naturwissenschaften, dass qualitative Forschungsdaten, also zum Beispiel ein Interview aus der Sozialwissenschaft, in der Regel eher geschützt sind als quantitative Forschungsdaten. Ich möchte an dieser Stelle nochmal zwei Dinge hervorheben. Erstens, nicht alle Forschungsdaten genießen einen urheberrechtlichen Schutz. Zweitens, es muss stets im Einzelfall geprüft werden. Und dabei kommt es ganz entscheidend auf die konkrete Art der Forschungsdaten an. Beispielsweise gibt es auch in Naturwissenschaften sehr wohl urheberrechtlich geschützte Forschungsdaten. Beispielsweise wird man im Bereich der Lichtbilder, also bei Fotografien, in aller Regel von einem Urheberrechtsschutz ausgehen dürfen. Also so sind zum Beispiel auch Röntgenaufnahmen in der Medizin als Lichtbilder geschützt. Andererseits können auch Dritte an ihren Texten, an ihren Daten Urheberrechtspositionen geltend machen. Das gilt insbesondere dann, wenn sie fremde Werke in ihrer Forschung nachnutzen. Also beispielsweise, wenn ihre Textpublikation fremde Abbildungen umfasst oder wenn sie in ihren Projekten fremde Forschungsdaten nachnutzen. Daneben kann auch der Datenschutz Dritten Rechte an ihren Forschungsdaten geben. Das ist dann der Fall, wenn ihre Text- oder Datenpublikationen Informationen über andere Menschen enthalten, die es erlaubt, diese zu identifizieren. Dann gibt der Datenschutz den betroffenen Personen zwar keine eigentumsrechtliche Stellung an ihren Forschungsdaten, sehr wohl aber kann sich daraus für Sie als Forschenden ein Verbot der Datenverarbeitung ergeben. Darüber hinaus können sonstige Hindernisse einer Publikation entgegenstehen. Das kann zum einen eine geplante Patentierung sein. Denn patentiert werden kann nur eine Erfindung, die neu ist. An dem Punkt, wo diese Erfindung bereits in einer Textpublikation oder durch veröffentlichte Forschungsdaten beschrieben ist, ist sie nicht mehr neu und damit nicht mehr patentwürdig. Wenn Sie eine Patentierung planen, sollten Sie also diese zuerst abwarten, bevor Sie Daten oder Texte publizieren. Ebenso können auch Geheimhaltungsabreden einer Veröffentlichung entgegenstehen. Diese können sich zum einen aus Arbeitsverträgen ergeben, zum anderen aber auch aus Kooperationsvereinbarungen mit Projektpartnern. Ich hatte bereits die Komplexität der Rechtsposition an Forschungsdaten angedeutet. Neben der Frage, ob einzelne Daten oder Datensätze urheberrechtlich geschützt sind, hat diese Frage aber noch eine weitere Dimension. Denn Daten existieren nicht im luftleeren Raum,
sind in der Regel in Datenbanken abgelegt, die ihrerseits zum Betrieb Software benötigen und all das ist am Ende auf Datenträgern gespeichert. Und sowohl an Daten, Datenbanken als auch an Software und Datenträger existieren Rechtspositionen. Und beim Publizieren von Forschungsdaten sind all diese Rechtspositionen zu beachten. In einzelnen Daten kann, wie gesagt, ein Werkschutz bestehen. Es können auch Leistungsschutzrechte bestehen, Beispiel Fotografien. Aber, und das ist sehr wichtig, nicht alle Forschungsdaten sind geschützt. Es existieren urheberrechtlich Schutzlücken im Hinblick auf Daten. Und Juristen ist hoch umstritten, ob und wie sich diese Schutzlücken schließen lassen. Ein Ansatz dazu ist die Idee eines Wissenschaftler-Persönlichkeitsrechts. Als Minimalposition sollte es dem Wissenschaftler zumindest die Entscheidungshoheit darüber, ob und wann seine Daten an die Öffentlichkeit gelangen, sichern. Daneben, wie gesagt, ist auch der Datenschutz beachtet, und zwar immer dann, wenn Forschungsdaten Informationen enthalten, die es erlauben, einen anderen lebenden Menschen zu identifizieren. Und Datenbanken können nebeneinander zwei verschiedene urheberrechtliche Rechtspositionen bestehen. Zum einen können Datenbanken einen Werkschutz genießen, und zwar dann, wenn in ihrer Konzeption ein ausreichendes Maß an Individualität und Originalität geflossen ist. Zum anderen gibt es das Datenbankherstellerrecht, das nicht die Kreativleistung schützt, sondern die Investition in eine Datenbank. Und zwar nicht nur die Investition in finanzieller Hinsicht, sondern durchaus auch die Arbeitsleistung, die in das Erstellen einer Datenbank geflossen ist. Auch Software genießt in der Regel einen Werkschutz. Nicht zuletzt aber besteht auch an Datenträgern ein Eigentumsrecht, das insbesondere erlaubt unbefugten Dritten den Zugriff auf die auf diesen Datenträgern gespeicherten Daten, Datenbanken und Software zu verweigern. Und das wird praktisch insbesondere dann ein Problem, wenn ein Forschender die Institution wechselt. Dann kann sich die Frage stellen, ob er nach Verlassen der Institution weiterhin auf Daten zugreifen darf, die auf deren Server gespeichert sind. Aus dieser Vielzahl von Rechtspositionen folgt, dass auch eine Vielzahl von Personen Rechte an Forschungsdaten haben können, und zwar durchaus auch parallel und miteinander konkurrierend. Dabei steht der Forschende selbst an erster Stelle, denn er kann, wie gesagt, an von ihm selbst geschaffenen Daten, Datenbanken oder Software Urheberrechte haben. Die Voraussetzung dabei ist immer eine ausreichende Schöpfungshöhe oder das Vorliegen eines Leistungsschutzrechts. Daneben kann ein Patentrecht an eigenen Erfindungen bestehen und der Forschende hat das Eigentum an privaten Rechnern oder Servern. Dem stehen insbesondere bei der Nachnutzung fremder Daten, Datenbanken oder Software Urheberrechte von Dritten gegenüber. Außerdem können Kooperations- oder Projektpartner Miturheber der gemeinsam erarbeiteten Forschungsdaten sein. Und wie bereits mehrfach erwähnt, man sollte immer auch das Thema Datenschutz mitdenken, wenn Daten sensible Informationen über Dritte enthalten. Aber auch Universitäten oder andere Forschungseinrichtungen können Rechtspositionen an ihren Forschungsdaten erwerben. In Betracht kommt dabei insbesondere das bereits erwähnte Datenbankherstellerrecht. Hier kann eine Forschungseinrichtung, eine Universität Rechte erwerben, wenn sie die Investitionskosten an einer Datenbank getragen hat. Daneben kann es bei sogenannter weisungsgebundener Forschung zum Übergang von Urheberrechten auf den Arbeitgeber kommen. Soweit Forschung aber in den Bereich der Wissenschaftsfreiheit fällt, ist dies nicht der Fall. Konkret, Hochschulprofessoren betrifft das nie, wissenschaftliche Mitarbeiter kann es hingegen dann treffen, wenn sie Forschungsdaten auf Anweisung eines Vorgesetzten hin erzeugt haben. Und selbstverständlich haben Hochschulen Eigentumsrechte an dienstlichen Rechnern und Servern. Daneben können aber auch Forschungsförderer Rechte an ihren Forschungsdaten haben. Auch hier kommt das Datenbankherstellerrecht in Betracht. Zum Abschluss des ersten Teils dieses Moduls möchte ich Ihnen drei Empfehlungen zum Umgang mit den Rechten Dritter mit auf den Weg geben. Erstens, bitte holen Sie frühzeitig Rat ein. Nehmen Sie frühzeitig Beratung in Anspruch, um potenzielle rechtliche Probleme von Anfang an klären zu können. Anlaufstellen sind hier zum einen die Rechtsabteilung,
der die Datenschutzbeauftragte und nicht zuletzt auch Open Science Team, Forschungsdatenbeauftragte, Open Access Beauftragte. Zweitens, versuchen Sie, frühzeitig vertragliche Regelungen zu treffen, um Konflikte von vornherein auszuräumen. Ein Beispiel, wenn in einem Forschungsprojekt Qualifikationsarbeiten zu leisten sind, empfiehlt es sich, mit diesen Doktoranden, mit Masterabsolventen Regelungen zu treffen, die sicherstellen, dass die Interessen des Gesamtprojekts mit denen der Doktoranden in Einklang gebracht werden. Das kann eben zum Beispiel vorsehen, dass ein Doktorand auch nach Ausscheiden aus dem Projekt auf eine bestimmte Zeit Zugriff auf die Daten hat. Wenn es nicht gelingt, solche vertraglichen Regelungen von vornherein zu treffen, muss vor einer Veröffentlichung die Einwilligung aller Parteien eingeholt werden, deren Rechte von dieser betroffen sind oder zumindest sein könnten. Das sind dann insbesondere die Rechtsinhaberinnen und Rechtsinhaber nachgenutzter Werke, das sind Projektpartner oder Mitautorin und nicht zuletzt, das ist die Universität selber oder der Forschungsförderer, falls diesem Datenbank Herstellerrechte zustehen. Als zweites Thema möchte ich auf die erlaubnisfreie Nachnutzung fremder Werke eingehen. Dies ist ganz entscheidend, da Wissenschaft nicht im luftleeren Raum passiert, sondern immer auf den Vorarbeiten anderer aufbaut. Ich möchte Ihnen dazu eine zweistufige Checkliste mit auf den Weg geben. Wenn Sie ältere Werke nutzen, sollten Sie stets prüfen, ob diese bereits gemeinfrei sind. Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin. Das impliziert sehr lange Schutzdauern, denn damit ist das Werk ab dem Zeitpunkt, in dem der Urheber es schafft, bis zu seinem Tod geschützt und weitere 70 Jahre darüber hinaus. Und erst, wenn diese Schutzdauer abgelaufen ist, darf das Werk zustimmungsfrei genutzt werden. Deshalb kann lediglich für Werke, die vor dem späten 19. Jahrhundert geschaffen wurden, ca. 1880 als Grenze, unterstellt werden, dass diese gemeinfrei sind. Andererseits ist bereits für Werke, die vor 1950 geschaffen wurden, möglich, dass diese schon urheberfrei sind, das muss aber dann im Einzelfall geprüft werden. Wenn ein Werk nicht gemeinfrei ist, kann die Nutzung trotzdem durch eine sogenannte Urheberrechtsschranke gedeckt sein. Insbesondere beim Publizieren von Texten ist insofern das Zitatrecht von ganz herausragender Bedeutung. Zitate sind ohne Zustimmung des Urhebers oder der Urheberin erlaubt. Dabei sind aber drei Voraussetzungen zu beachten. Erstens, ein Werk muss überhaupt veröffentlicht sein. Das Zitatrecht greift nicht, wenn es sich um private Tagebücher oder private Dokumente handelt. Das kann insbesondere bei Archivalien ein Problem darstellen. Zweitens, muss das Zitat als Beleg oder Erörterungsgrundlage für Ihre eigenen Aussagen dienen. Das ist nicht der Fall, wenn es lediglich zur Illustration oder Ausschmückung dient. Letzteres ist gerade bei Abbildungen ein großes Problem. Und drittens, und das sind Sie nach den Grundsätzen der guten wissenschaftlichen Praxis ohnehin gewohnt, müssen Sie eine eindeutige Quellenangabe vornehmen. Daneben können weitere Schranken relevant sein. Für Datenpublikationen kommt insbesondere § 60d Urheberrechtsgesetz in Betracht, das ist das sogenannte Text and Data Mining. Und diese erlaubt auch die Archivierung von Forschungsdaten bei Bildungseinrichtungen. Nicht gedeckt wäre durch die Vorschrift hingegen eine Datenpublikation in einem Data Journal. Wenn Ihnen weder die Gemeinfreiheit noch urheberrechtliche Schranken weiterhelfen, bleibt Ihnen nur die Einwilligung bzw. eine Lizenz des Rechteinhabers oder der Rechteinhaberin einzuholen. Bevor wir uns aber näher mit dem Thema Lizenzen befassen, möchte ich noch vertieft auf das Spezialproblem Abbildungen eingehen. Abbildungen sind in wissenschaftlichen Publikationen ein ganz zentrales Problem. Hier werden oft fremde Werke nachgenutzt. Zunächst sollten Sie dazu wissen, welche Abbildungen überhaupt urheberrechtlich geschützt sind. An erster Stelle sind natürlich Fotografien zu nennen. Hier besteht die Besonderheit, dass Fotografien nicht nur einen Werkschutz genießen können, sondern in aller Regel auch Leistungsschutzrechte. Beides unterscheidet sich sowohl in den Voraussetzungen für den Schutz, also für den Werkschutz braucht es eine ausreichende Schöpfungshöhe, für den Leistungsschutz sind die Voraussetzungen deutlich niedriger und zum anderen durch unterschiedliche Schutzdauern. Im Ergebnis sind gerade durch das Leistungsschutzrecht selbst alltägliche Aufnahmen geschützt, also beispielsweise Schnappschüsse. Auch eher in den technischen Bereich fallende Aufnahmen
Röntgen, Ultraschall oder Satellitenbilder genießen einen Leistungsschutz. Was nicht darunter fällt, sind Scans oder Kopien. Ein praktisches Problem, gerade für Historiker und Kunsthistoriker, stellt das Thema Abbildung von gemeinfreien Werken dar. Also beispielsweise die Fotografie von einem Rembrandt-Gemälde. Das Gemälde an sich ist längst gemeinfrei, aber was ist mit der Fotografie? Und aktuell ist es noch so, dass eine solche Fotografie ihrerseits wieder ein Leistungsschutzrecht auslösen kann. Das wird allerdings aufgrund einer Urheberrechtsreform ab Mitte 2021 nicht länger der Fall sein. Daneben sind Werke der bildenden Künste geschützt. Dazu gehören unter anderem Gemälde, Zeichnungen, Stiche und Plastiken. Das Urheberrecht maßt sich hier nicht an, über die künstlerische Leistung zu urteilen. Es reicht also auch schon ein Mindestmaß an ästhetischem Gehalt. Wenn Sie Screenshots aus Filmen nachnutzen wollen, müssen Sie beachten, dass Sie ein Nebeneinander des Lichtbildschutz am Standbild und des Werkschutz am Film insgesamt besteht. Und nicht zuletzt auch wissenschaftliche und technische Darstellungen, wie beispielsweise Grafiken, Karten, Pläne, Skizzen und Tabellen oder auch Baupläne, können urheberrechtlichen Schutz genießen. Davon müssen Sie in der Regel sogar ausgehen, denn die Rechtsprechung verlangt hier nur ein geringes Maß an Individualität. Zum rechtssicheren Umgang mit Abbildung möchte ich Ihnen 5 Handlungsempfehlungen mit auf den Weg geben. Erstens, bedenken Sie das Thema Gemeinfreiheit und die unterschiedlichen Schutzdauern. Zur Wiederholung, bei Werken vor 1880 dürfen Sie unterstellen, dass diese gemeinfrei sind. Wenn Ihre Abbildungen zwischen 1881 und 1950 geschaffen wurden, müssen Sie im Einzelfall prüfen, ob bereits Gemeinfreiheit vorliegt, und das hängt eben davon ab, wie lange der Urheber oder die Urheberin nach Schaffung des Werks noch gelebt hat. Bei Lichtbildern ist zu beachten, dass sich die Schutzdauer zwischen Lichtbildwerken und dem Leistungsschutzrecht unterscheidet. Lichtbildwerke sind noch 70 Jahre nach Tod des Urhebers oder der Urheberin weiterhin geschützt. Das Leistungsschutzrecht an einfachen Lichtbildern hingegen läuft bereits 50 Jahre nach Erscheinen des Lichtbildes aus. Der qualitative Unterschied, der das Lichtbildwerk vom einfachen Lichtbild abgrenzt, liegt in einer besonderen Individualität und Kreativität. Zweitens, beachten Sie auch bei Abbildungen das Zitatrecht. Sogenannte Bildzitate sind erlaubt, ganz entscheidend ist aber auch hier, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Abbildung erfolgt. Nicht gedeckt durch das Zitatrecht sind Abbildungen, die lediglich der Illustration dienen. Den Einsatz von Bildzitaten erleichtert eine Rechtsänderung von 2018, wonach nunmehr auch die Verwendung von Reproduktionen vom Zitatrecht gedeckt ist. Drittens, wenn Sie weder mit Gemeinfreiheit noch Zitatrecht weiterkommen, versuchen Sie, Abbildungen zu finden, die unter freien Lizenzen stehen. Freie Lizenz heißt aber nicht Gemeinfreiheit. Das ist eine Lizenz und das bedeutet, dass Sie die Bedingungen einer solchen Lizenz beachten müssen. Ein sehr missliches Spezialproblem stellt die Wiederverwendung eigener Abbildungen dar. Gerade kommerzielle Verlage lassen sich oftmals ausschließliche Rechte an ihren Publikationen übertragen. Und wenn Sie das in einem Autorenvertrag getan haben, bedeutet das, dass auch Sie selbst für die Nutzung Ihres eigenen Werkes die Zustimmung Ihres Verlages benötigen. Ein Ausweg kann hier das sogenannte Selbstzitat bieten, dabei müssen Sie aber die Voraussetzung des Zitatrechts beachten. Und wenn das nicht möglich ist, müssen Sie tatsächlich die Einwilligung Ihres Verlages einholen. Deshalb würde ich Ihnen, soweit Sie es vermeiden können, davon abraten, ausschließlich Rechte an Verlage zu übertragen, sondern stets nur einfache Rechte einzuräumen. Nicht zuletzt ist aber auch bei Abbildung der Datenschutz zu beachten. Das ist immer dann ein Problem, wenn auf einer Fotografie noch lebende Personen identifizierbar sind. In diesen Fällen brauchen Sie entweder die Einwilligung dieser Person, und das sollten Sie idealerweise direkt bei Aufnahme der Fotografie einholen, weil später oft das nur unter erheblichem Aufwand nachzuholen ist, oder Sie finden einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand, der diese Aufnahme deckt. Der dritte Themenblock dieses Moduls beschäftigt sich mit dem immer wieder erwähnten Lizenzieren. Das hat in zweierlei Hinsicht Relevanz. Zum einen, wenn Sie fremde Texte oder Daten nachnutzen wollen,
und zum anderen, wenn Sie Ihrerseits Ihre eigenen Forschungsergebnisse publizieren wollen. Eine Lizenz ist ein vertraglich vereinbartes Nutzungsrecht. Damit erlaubt der Rechteinhaber, die Rechteinhaberin, dem Vertragspartner ein Werk auf verschiedene Arten zu nutzen. Das kann zum Beispiel das Kopieren sein, das Speichern sein oder das digital zugänglich machen. Also das heißt die Verbreitung im Internet. Dabei sind kommerzielle von freien Lizenzen zu unterscheiden. Kommerzielle Lizenzen ermöglichen Dritten die Nutzung nur gegen Zahlung eines Entgelts. Das ist in der Verlagsindustrie Standard. Solche Lizenzen wahren wirtschaftliche Interessen, in der Regel allerdings die des Verlages. Als Alternativmodell stehen dem freie Lizenzen gegenüber. Diese erlauben jedermann kostenlos die Nutzung. Beispiel dafür sind Creative Commons Lizenzen für den Bereich der Forschungsdaten, auch Open Data Commons Lizenzen und für den Bereich der Software die GNU General Public License, die es ebenfalls in verschiedenen Varianten gibt. Solche freien Lizenzen verfolgen grundsätzlich andere Ziele. Hier geht es nicht um die Wahrung wirtschaftlicher Interessen, sondern darum, einerseits Nachnutzungsmöglichkeiten zu eröffnen und andererseits die Sichtbarkeit Ihrer Forschung zu maximieren. Ich möchte an dieser Stelle keine allgemeine Wertung abgeben nach dem Motto, kommerzielle Lizenzen sind schlecht, freie Lizenzen sind gut. Ich würde Ihnen vielmehr ans Herz legen, drei Kriterien bei der Auswahl einer Lizenz zu beachten. Das erste ist, Sie ersparen sich viel Mühe und Sie haben ein größeres Maß an Rechtssicherheit, wenn Sie standardisierte Lizenztexte verwenden, die idealerweise dann schon von einer Vielzahl an Juristen geprüft wurden. Das trifft sowohl auf die kommerziellen Lizenzen großer Verlage zu, als auch auf freie Lizenzen. Zweitens würde ich Ihnen anraten, in einer Lizenz keine ausschließlichen Rechte zu übertragen. Warum das problematisch ist, habe ich Ihnen oben am Beispiel der Abbildung erläutert. Ausschließliche Rechteübertragung schließt auch Sie selber von der Nutzung Ihres eigenen Werkes aus. Und drittens, idealerweise sind urheberrechtliche Lizenzen mit einer Vielzahl von nationalen Urheberrechtsordnungen kompatibel. Denn es fehlt ein internationales, einheitliches Urheberrecht. Für die Wissenschaft, die international agiert und kooperiert, ist das extrem misslich. Meines Erachtens erfüllen Creative Commons Lizenzen diese drei Kriterien aktuell am besten. Und daher möchte ich auf diese Lizenzen hier vertieft eingehen. Creative Commons Lizenzen sind standardisierte Nutzungsverträge, die urheberrechtlich geschützte Inhalte der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung stellen. Sie sind sowohl für Text als auch für Datenpublikationen geeignet. Für Daten allerdings vollumfänglich erst seit Version 4.0, die ich Ihnen deshalb dringend ans Herz legen würde. Creative Commons Lizenzen sind nicht nur darauf ausgelegt, für Rechtsleihen einfach verständlich zu sein, sondern sie bieten auch ein hohes Maß an Flexibilität. Dies wird dadurch erreicht, dass sie sich aus vier kombinierbaren Lizenzbausteinen zusammenfügen. Der erste Lizenzbaustein, BY, die sogenannte Namensnennung und Attribution, fordert nichts anderes, als was nach der wissenschaftlichen Praxis für sie eigentlich ohnehin Gewohnheit sein sollte, nämlich, dass man den Urheber oder die Urheberin namentlich benennt. Darüber hinaus muss, soweit es technisch möglich ist, ein Hyperlink auf das Ursprungsmaterial und die CC-Lizenz gesetzt werden. ND und SA beschäftigen sich mit der Frage, ob Bearbeitung eines fremden Werkes geteilt werden dürfen. Wichtig dabei ist, bearbeiten dürfen Sie ein fremdes Werk. Teilen dürfen Sie Ihre Bearbeitung hingegen nur mit der Zustimmung des Urhebers des ursprünglichen Werkes. Der Lizenzbaustein ND verweigert diese Zustimmung. Das heißt, Sie dürfen das Werk zwar bearbeiten, aber Ihre Bearbeitung nicht weitergeben. SA erlaubt das Teilen von Bearbeitung, allerdings nur unter derselben Lizenz. Der vierte Lizenzbaustein NC, Non-Commercial, untersagt eine kommerzielle Verwendung. Die Auswahl der für Sie passenden Creative Commons Lizenz hängt damit von der Beantwortung zweier Fragen ab. Erstens, dürfen Bearbeitungen Ihres Werkes geteilt werden?
und zweitens soll eine kommerzielle Nutzung ihres Werkes erlaubt sein. Wenn sie Letzteres bejahen und gleichzeitig auch die Bearbeitung ihres Werkes zulassen wollen, landen sie bei der freisten Lizenz CC-BY. Sollen Bearbeitungen nur unter der gleichen Lizenz geteilt werden dürfen, dann wären sie bei CC-BY-SA, und wenn sie das Teilen von Bearbeitungen ganz untersagen wollen, sind sie bei CC-BY-ND. Wollen sie hingegen eine kommerzielle Nutzung ihres Werkes unterbinden, dann fügen sie den drei genannten Lizenzen jeweils noch ein NC hinzu und landen bei CC-BY-NC, CC-BY-NC-SA oder CC-BY-NC-ND. Abschließend möchte ich vier Punkte zu Creative Commons Lizenzen hervorheben. Erstens, diese Lizenzen eignen sich für Texte und Daten gleichermaßen. Zweitens, es spricht viel dafür, sich für CC-BY zu entscheiden. Das bietet nicht nur die maximale Sichtbarkeit, sondern diese Lizenz etabliert sich zunehmend auch als Standard. Dazu hat nicht zuletzt beigetragen, dass Wissenschaftsorganisationen wie die DFG und große Forschungsförderer wie die EU diese Lizenz ausdrücklich empfehlen. Drittens, ich würde Ihnen von der Verwendung von NC abraten. Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine ist, dass die rechtliche Auslegung, was nicht kommerziell ist, ungeklärt ist und deutsche Gerichte hier Interpretationen angewandt haben, die deutlich vom Lizenztext abweichen. Insbesondere bedeutet es, dass Rechtsunsicherheit besteht, ob privatwirtschaftlich geförderte Drittmittelprojekte an Universitäten nicht bereits eine kommerzielle Nutzung darstellen. Und zum anderen ist nicht jede kommerzielle Nutzung zwingend unerwünscht. Viertens und letztens, neben den sechs erwähnten Creative Commons Lizenzen gibt es noch CC0. CC0 ist rechtlich ein Urheberrechtsverzicht. Das Problem ist, anders als im angloamerikanischen Recht, funktioniert das im Deutschen nicht. Man kann nach deutschem Recht nicht vollständig auf seine Urheberrechtsposition verzichten. Deshalb wird das umgedeutet in eine möglichst weite Nutzungserlaubnis. Trotz dieser Divergenz zwischen dem, was CC0 suggeriert und was es tatsächlich leistet nach deutschem Recht, ist eine Kennzeichnung mit CC0 in bestimmten Fällen empfehlenswert. Und zwar dann, wenn zweifelhaft ist, ob ein urheberrechtlicher Schutz überhaupt besteht. Und deshalb ist CC0 gerade bei der Veröffentlichung von Metadaten und quantitativen Forschungsdaten durchaus gebräuchlich und nützlich. Abschließend möchte ich Sie auf die Beratungsangebote sowohl des KIMS als auch die in Konstanz gehostete Informationsplattform Forschungsdateninfo kurz hinweisen. Sie finden auf dieser Folie die Links zu unseren Angeboten. Außerdem lege ich Ihnen die anderen Module im Kurs Open Science von Daten zu Publikationen ans Herz. Sie finden auf dieser Folie die Quellen, die in diese Präsentation eingeflossen sind. Und dann bleibt mir nur noch, mich bei Ihnen herzlich fürs Zuhören zu bedanken, und ich hoffe, Sie haben aus dieser Präsentation für sich selber etwas mitgenommen. Herzlichen Dank.